Und wir müssen es auch schaffen, in diesem Heimspiel nochmal alles zu mobilisieren. Und auch dann, wenn wir in Kaiserslautern spielen, wir müssen einfach nochmal jeden mitnehmen. Wir brauchen jeden Zuschauer, wir brauchen jede Stimme, jede Emotion dann auch. Ja. Wir müssen aus unserem Stadion am Donnerstag auch ein Stück weit einen Hexenkessel machen. Ja, das muss einfach rüberkommen, weil die Jungs brauchen das absolut und die spüren das auch total. Wir müssen einfach wirklich diese Freude auch mitnehmen. Wir müssen das auch ein Stück weit laufen lassen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man sich fokussiert, dass man extrem jetzt auf seine Linie wieder geht und sich aufs Fußball wieder konzentriert, weil wir werden in diesen Spielen nichts geschenkt bekommen, sondern werden alles abrufen müssen, was wir drin haben. Ich denke, dass es in diesem Spiel keinen Favoriten gibt, zunächst einmal. Ich glaube, solche Spiele sind immer zunächst mal 50-50. Kaiserslautern hat eine gute Saison gespielt, hat sich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr vorgenommen und wollte vielleicht direkt aufsteigen, aber da waren zwei Mannschaften halt einen Tick stärker. Aber Kaiserslautern hat unterm Strich eine gute Saison gemacht und von daher erwarte ich ein offenes Spiel. Wenn man Drittletzter ist in der Tabelle, dann ist es eine super Sache, dass diese Sache eingeführt wurde. Und natürlich ist es noch einmal eine Riesenchance jetzt für uns auch. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich die Mannschaft das auch verdient hat. Ja, mit dem Auftritt oder das, was wir in den letzten 7 Wochen abgeliefert haben, ist es einfach so. Und jetzt habe ich ja auch gelesen, dass es teilweise von dem Wunder gesprochen wurde. Für uns geht es jetzt wirklich extrem darum, sich darauf zu fokussieren und dieses kleine Fußballwunder jetzt auch zu vollenden.